Moin. Beim letzten Mal haben wir uns um die Scheiben im Twizy gekümmert, dass sie mit den neuen Magneten besser am Rahmen haften. Und auch heute kümmern wir uns wieder um Scheiben, und zwar um die Scheiben in der Zoe. Was machen wir? Wir tragen ein Anti-Beschlagsmittel auf. So, dass man, wenn die Temperaturen deutlich niedriger sind, weniger beschlagene Scheiben bis gar keine beschlagenen Scheiben mehr hat. Wie gehen wir vor? Wir reinigen die Scheiben, das habe ich bereits getan. Und dann tragen wir das Anti-Beschlagsmittel auf. Das wäre dieses hier. Das tragen wir in zwei Durchgängen in dünnen Schichten auf. Und dann verreiben wir das bzw. wischen wir den Überschuss ab, sodass die Scheibe wieder klar ist. Denn nach dem Auftragen dieses Mittels kann es durchaus sein, dass die Scheibe so leicht milchig wird. Was benutzen wir zum Auftragen? Ein Mikrofasertuch. Beziehungsweise die Zoe hat ja eine sehr lang gestreckte Frontscheibe, ist dieses Werkzeug hier ganz hilfreich. Gibt es günstig im Baumarkt, kann man sich für solche Sachen ruhig mal anschaffen. Mit den beiden Sachen tragen wir das auf und abreiben tun wir das Ganze mit einem Leintuch. Hat den Vorteil, das fusselt nicht so sehr. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Testen habe ich jetzt hier einmal heißes Wasser. Wir sehen, hier unten beschlägt schon wunderbar. Gehen wir jetzt mal zum Fenster. Und wie wir sehen, passiert da nichts. Hier wäre jetzt die vordere Scheibe. Hier ist wieder die besagte Tasse mit dem heißen Wasser. Und die Scheibe beschlägt. So, das wäre also das Vorgehen zum Auftragen des Antibeschlagsmittels für die Frontscheibe und die beiden vorderen Seitenscheiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich mache jetzt noch weiter mit der Heckscheibe und den beiden anderen Seitenscheiben.